Wir dürfen heute unseren Cheftrainer Roman Melich bei uns begrüßen. Hallo. Wie geht's dir in der Türkei? Gut. Also ist alles gut angelaufen. Also wir können gut und intensiv trainieren. Wir haben zwei gute Testspiele in den Beinen bis jetzt. Den Spielern schmeckt das Essen. Die Zimmer sind schön, das Hotel, die Hotelanlage ist sehr schön. Also es läuft gut, ich bin sehr zufrieden. Du hast deine Fußballkarriere nach der Fußballerkarriere, also als Trainer oder sportlicher Leiter bei der Austria begonnen, warst auch bei Barndorf. Viele weitere Stationen bei kleineren Vereinen, bist dann zweithöchste Spielklasse jetzt bei uns. Hast du einen Karriereplan als Trainer gehabt oder hast du gesagt, es kommt so, wie es kommt und wenn ich nicht Fußballtrainer werde, dann habe ich genug andere Qualitäten, um etwas anderes zu machen? Ja, so könnte es man fast formulieren, würde ich sagen. Also ich hatte keinen Karriereplan, wo ich gesagt habe, okay, zuerst dieser Schritt, dann der nächste. Dass ich mich für Fußball interessiere, war klar. Ich habe immer mit Fußball zu tun gehabt, in meinem Beruf dann und auch als Profi logischerweise, vom Kind weg schon. Fußball ist das, was mich am meisten interessiert. Und in den letzten Jahren ist dieser Wunsch, dann Trainer zu sein, schon gewachsen. Weil ich mich immer mehr interessiert habe, weil ich dann so ein bisschen auch in unteren Ligen herumexperimentiert habe und habe so für mich eigentlich das Gefühl gehabt, ich kann ganz gut mit Menschen umgehen. Fachlich fühle ich mich sicher. Also habe ich mir dann schon gedacht, das wäre eine gute Geschichte. Aber wie du es richtig gesagt hast, ich hätte jetzt kein Problem gehabt, wenn es nicht passt. Weil es gibt nicht viele Jobs und nicht jeder kann Bundesliga-Trainer werden. Ich habe das Glück, dass ich jetzt einmal bin. Also ich hätte schon auch eine andere Beschäftigung gefunden, ganz klar. Aber es war dann schon in den letzten Jahren so, dass es ein Wunsch von mir war. Du hast vor kurzem in einem Interview gesagt, dass du nach der aktiven Karriere die Matura nachgemacht hast. War das schon so vorausschauend oder einfach nur aus Interesse? Ja, eigentlich eher aus Interesse, ganz einfach. Vielleicht war ich mir das irgendwie schuldig, weil ich bin als Junger damals nach 3,5 Jahren Handelsakademie, habe ich eigentlich knapp vor dem Ziel sozusagen aufgehört, in dem Fußballwillen und was ihm noch in einer guten Entscheidung war. Und irgendwie wollte ich das abschließen noch und war neugierig, wie das dann ist, wenn man sich Maturant nennen kann. Ich habe dann kurz inskribiert auf der Uni, weil ich neugierig war, wie das alles abläuft. Aber das habe ich mir nur kurz einmal angeschaut. Welchen Studiengang? Soziologie habe ich mir eingebildet. Aber ich war dort in ein, zwei Vorlesungen, habe kein Wort verstanden. Dann ist der Sommer gekommen, dann schöne Wetter. Ich habe mir gedacht, nein, das wollen wir nicht übertreiben. Ja, vor allem bis Oktober sind ja da Ferien. Das ja. Genau. Noch mal Zeit zum Nachdenken. Ja. Weil du gesagt hast, neugierig. Bist du generell eine neugierige Person in Form von wissbegierig? Also saugst du alles auf? Na, alles, aber ich höre den Leuten schon ganz gern zu, wenn sie was zum Erzählen haben. Oder informiere ich schon, so was rundherum passiert, auch außerhalb des Fußballs logischerweise. Ganz klar, das machen, glaube ich, viele. Da bin ich jetzt kein Einzelfall. Aber ich bin weit davon entfernt, dass ich jetzt in politischen Dingen mitsprechen möchte, weil da fehlt mir ganz einfach das Wissen oder in irgendwelchen ökonomischen Fragen oder wirtschaftlichen Problemen, da kann ich nicht mitreden. Im Fußball, ja, da kenne ich mich ganz gut aus, aber sonst lasse ich das den jeweiligen Experten über. Wie würdest du dich als Trainer charakterisieren? Na, kommunikativ, zielstrebig. Ehrgeizig. Ja, sind das schon drei Dinge, drei Eigenschaften. Ja. Um nochmal auf diese Wissbegierigkeit zurückzukommen, ja. Ich glaube, ist das im modernen Fußballgeschäft einfach notwendig, sich ständig weiterzuentwickeln? Oder sagst du, irgendwann hat das sowieso Ablaufdatum, dann kommt wahrscheinlich der nächste für die nächste Generation? Ich glaube, es muss jeder mit sich selbst ausmachen, wie er die Sachen angeht. Also ich glaube, es gibt, das ist schon ein paar Mal erwähnt, es gibt jetzt nicht so ein Rezeptbuch, wo ich nachblätter, wie mir in verschiedenen Situationen verhalte. Aber grundlegend, das, glaube ich, trifft jetzt nicht nur auf Menschen zu, die im Fußball zu tun haben, hat sich schon mit diesem Spruch Wissen ist Macht. Also umso mehr ich weiß, ja, umso besser kann ich verschiedene Situationen für mich jetzt einschätzen. Aber ich bin weit davon entfernt, alles zu wissen, aber auch das ist, glaube ich, eine Qualität. Kommen wir mehr zum Tagesgeschäft, nämlich zur Arbeit mit den Jungs. Du hast im Herbst gesagt,
jetzt ist in erster Linie mal wichtig, dass wir Punkte holen und dass wir gewinnen. Und dann in der Vorbereitung können wir das Team weiterentwickeln. In welchen Bereichen möchtest du sie weiterentwickeln? Ja, ich denke, das ist auch so etwas, was jeder Trainer dann irgendwann einmal möchte. Er möchte sukzessive praktisch auch, wie soll ich sagen, versuchen, seine Ideen noch mehr einbringen. Das heißt, eine gewisse Flexibilität ins Spiel einbringen. Natürlich wollen wir alle schnell in die Spitze spielen, ins Gegenpressing kommen. Das sind diese Schlagwörter. Aber muss dann auch schauen, die Zeit kann ich jetzt wirklich nutzen, um die Mannschaft richtig gut kennenzulernen, weil es war keine Zeit im Herbst. Ich war einen Monat da, ich bin gekommen, war kurze Länderspielpause damals, wo wir 5 Spieler, glaube ich, waren es bei der Nationalmannschaft hatten. Dann sind sie gekommen, da waren wichtige Spiele, die vor der Tür gestanden sind, die wir gut absolviert haben. Aber richtig die Spieler, die Mannschaft kennenzulernen, für mich richtig einschätzen zu können, welcher Spieler dann auf welcher Position am idealsten aufgestellt ist, das kann ich mir jetzt hier gut im Training und im Trainingslager anschauen. Und für das benutze ich die Zeit. Welchen Eindruck machen die Jungs? Ja, also, bin weit davon entfernt, in eine große Euphorie zu verfallen. Aber bis jetzt war es so, wenn ich bedenke, was wir trainiert haben, die Art und Weise, wie wir es trainiert haben, wie wir die Spiele angegangen sind, das stimmt mich, glaube ich, uns alle, die es bis jetzt gesehen haben, sehr, sehr positiv. Also das war richtig gut, wie wir mit den Verhältnissen, mit den Wetterverhältnissen umgegangen sind. Es hat überhaupt keine Murren gegeben. Wir haben es auch nicht thematisiert. Die Spiele hier jetzt in der Türkei, gestern die beiden, also das war gut. Und ich glaube, dass wir es noch besser machen können. Viele Trainer sagen immer, die Zeit der Spieler war sehr schön, weil bis zum Training gegangen und dann natürlich Nachbereitung, Behandlung. Aber du hast ja nicht immer Gedanken machen müssen, so wie als Trainer. Wie sieht so ein Tagesablauf von dir aus im Trainingslager? Du hast das richtig gesagt. Das ist einer der ganz großen Unterschiede als Fußballer, wie du sagst. Du gehst trainieren, gehst essen, legst dich hin, lässt dich marschieren, gehst trainieren, machst da keine großen Gedanken in der Regel. Na, wir oder zusammen mit dem, speziell mit Jockey, geht es eigentlich den ganzen Tag nur im Fußball. Ne? Wir treffen uns in der Früh zum Frühstück, wir gehen dann schon rüber, bereiten alles vor, leiten das ganze Training. Nach dem Training besprechen wir kurz unsere Eindrücke vom Training. Dann ist eh nicht so viel Zeit, essen, dann geht es schon wieder dahin, dass wir das nächste Training vorbereiten. Ja, und so schaut der Tagesablauf auf. In der Zwischenzeit, der Ball bereitet uns, wir filmen ja auch das Training. Das kommt noch dazu, dass wir uns dann, wenn wir taktische Sachen probieren, dass wir uns das auch noch einmal anschauen. Wir filmen die Spiele, die schauen wir uns an. Wir zerlegen das, wir analysieren das. Am Abend treffen wir uns alle, das ganze Trainerteam, und besprechen den grob einmal die nächsten paar Tage sozusagen. Also es geht immer weiter. Es ist wirklich wie ein Hamsterrad für die Trainer. Es geht immer weiter. Ein Training abgehakt und wir überlegen uns schon, okay, was machen wir jetzt dann im Detail beim nächsten Mal oder morgen oder übermorgen. Schauen wir ein bisschen weiter in die Zukunft. Nämlich der Auftrag ist gegen Mattersburg, in Mattersburg. Wie schätzt du die Burgenländer ein? Um ehrlich zu sein, wir haben uns jetzt, also ich noch gar nicht mit Mattersburg beschäftigt. Es ist noch Zeit hin. Wir werden genügend Videomaterial haben. Wir werden sie auch beobachten lassen. Also da haben wir noch wirklich jetzt genug Gelegenheit, uns auf uns selbst zu konzentrieren, das, was wir mal machen wollen. Aber wir werden uns dann schon intensiv auch mit den Burgenländern beschäftigen. Was sicher kein Fehler war, ist, dass wir gestern bei widrigen Verhältnissen zweimal spielen mussten. Ja. Regen, Wind, weil, glaube ich, unsere Fans wissen das auch sehr gut. In Mattersburg ist jetzt oder kann so ein Spiel sein, wo genau so etwas auf uns zukommt. Kälte, offenes Stadion, wo der Wind reinfetzt und so. Also, wir werden vorbereitet sein. 4 Spiele im Grunddurchgang noch. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du wünschen für die Spiele? Für alle 4? Ja, 12 Punkte. Ja, wenn ich einen offen habe. Simpler Wunsch, aber ja. Wow, auch genau. Ein schöner Gedanke. Genau, ja. Dann danke ich fürs Interview und ich glaube, für dich geht es schon weiter mit so dem Video schauen. Ja, passt. Ja.